Und zwar sprechen wir jetzt mit Avi Primor. Er ist Präsident der israelischen Gesellschaft für Außenpolitik und ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland. Schönen guten Morgen nach Tel Aviv. Guten Morgen nach Berlin. Als Kenner der Diplomatie können Sie uns wahrscheinlich ein bisschen weiterhelfen. In was für einer Atmosphäre wird man sich heute bei den Regierungskonsultationen in Berlin treffen? Es heißt, es sollen ja offene Gespräche unter Freunden stattfinden. Was heißt das genau? Ja, das heißt, dass man sich auch gegenseitig kritisieren darf. Das heißt, dass man nicht so befangen sein soll, wie das immer der Fall mit Deutschland war. Das heißt, dass wenn wir wirklich echte Freunde bleiben wollen, dann müssen wir unsere Meinungen ganz offen sagen. Und Interessen haben wir Israelis, aber haben auch die Deutschen in dieser Sache. Das muss klar auf den Tisch gestellt werden. Deutschland kritisiert ja schon seit vielen Jahren die Siedlungspolitik Israels. Diesmal hat aber auch Premier Netanyahu auch noch mal erklärt, dass er sei enttäuscht, auch vor allen Dingen, was die UN-Haltung, was die Haltung in der UN von Deutschland angeht. Warum ging aus israelischer Sicht diese Enthaltung in der UN-Vollversammlung offenbar einen Schritt zu weit? Weil man von den Deutschen immer was anderes erwartet hat. Man hat von den Deutschen das erwartet, was man von den Amerikanern erwartet. Das heißt, bedingungslose Unterstützung jeglicher israelischer Politik. Und auf Dauer war das tatsächlich so. Aber offensichtlich ist das nicht mehr so. Erstens, weil ich glaube, dass auch die persönlichen Beziehungen zwischen der Bundeskanzlerin und dem Premierminister Netanyahu nicht so gut sind, wie sie mal waren. Und das ist schon eine gute Untertreibung. Darüber hinaus glaube ich, dass die Deutschen und nicht nur die Regierung, sondern vor allem die Bevölkerung, die öffentliche Meinung mit unserer Politik in den besetzten Gebieten, mit unserer Siedlungspolitik und auch unser Verhalten gegenüber den Palästinensern die Geduld zunehmend verlieren. Und die Regierung muss auch Rücksicht nehmen, was die Bevölkerung in dieser Sache meint. Wie schätzen Sie das ein? Ist es denn gerechtfertigt, dass langsam die Geduld offenbar in Europa und in den USA zu Ende geht? Schauen Sie, man kann doch sagen, jedes Land hat seine Interessen und seine Politik. Und der andere hätte ja kein Recht, sich da reinzumischen. Aber wir verlangen sehr viel von den Deutschen, wir verlangen sehr viel von den Europäern. Wir verlangen nicht nur Beziehungen in Sachen Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, sondern auch in Sachen Politik, Diplomatie und sogar Waffen- und Geheimdienste-Zusammenarbeit. Also wenn wir so viel von den Deutschen verlangen, dann müssen wir ja auch Rücksicht nehmen auf das, was für die Deutschen wichtig ist. Und Ruhe im Nahen Osten und auch Gerechtigkeit für die Palästinenser ist für die Deutschen wichtig. Jahrelang hören wir von den Deutschen und von den Europäern, dass sie Vorbehalte gegen die Siedlungspolitik Israels haben. Aber Rücksicht nehmen wir nicht. Also irgendwann kann das nicht mehr halten. Glauben Sie, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel jetzt tatsächlich momentan ernsthaft belastet sind, auch auf lange Sicht? Schauen Sie, ich glaube nicht, dass die Bundesregierung ihre Politik Israel gegenüber ändern wird. Gott sei Dank spricht sie jetzt offen und sagt ehrlich, was sie wirklich meint. Das ist das einzige Mittel, um die Freundschaft aufrechtzuerhalten. Aber es gibt eine ganz erhebliche Wende in der öffentlichen Meinung Israel gegenüber. Ich sehe, wie jahrelang die Bevölkerung zunehmend Israel kritisiert, die israelische Politik weniger versteht. Und ich spreche jetzt nicht von denjenigen, die sowieso anti-israelisch sind oder antisemitisch sind. Ich spreche von den neutralen Leuten oder sogar und vielleicht besonders von den Israel-Freunden. Also da kann die Regierung nicht weggucken. Die muss Rücksicht nehmen auf die eigene Bevölkerung. Ich gehe davon aus, dass vorerst sich nichts ändern wird. Die sachlichen Beziehungen werden fortgesetzt in jedem Bereich. Aber nach den Wahlen in Israel, also am 22. Januar, wenn danach die Regierung ihre Politik gegenüber den Palästinensern nicht irgendwie ändert, wenn es nicht zu einem Friedensprozess kommt, zu einem glaubwürdigen Friedensprozess, da glaube ich nicht, dass die deutsche Regierung eine Ausnahme innerhalb der Europäischen Union bleiben kann. Auch nicht, und ich wiederhole mich, gegenüber der eigenen Bevölkerung. Das klingt, wenn Sie das so erzählen, als wenn tatsächlich Israel oder der Konflikt in Israel zwischen den Israelis und den Palästinensern an einem historischen Punkt wieder einmal angelangt ist? Naja, erstens, wenn Sie damit meinen, was in der Vollversammlung der UNO passiert ist, dann ist es schon, das hatte schon eine Bedeutung, ist schon was Wesentliches, aber das ändert vor Ort
überhaupt nichts. Die Besatzung wird fortgesetzt und die Siedlungspolitik wird auch fortgesetzt. Und da könnte natürlich eine große Enttäuschung in der palästinensischen Bevölkerung auftauchen, das gefährlich werden kann. Irgendwann kann es auch zu einer Explosion kommen. Wir leben ja auf einem Pulverfass. Aber es geht nicht nur um die Palästinenser, es geht auch um Ägypten. Wir sehen, wie unbeständig die Lage dort ist, in Syrien, auch in Jordanien. Besonders empfindlich für Israel, weil das unsere längste Grenze mit der arabischen Welt ist. Und natürlich in dem Gazastreifen, wo die Waffenruhe nicht sehr lange halten wird, wenn es nicht eine politische und diplomatische Wende kommt. Also das alles wartet vielleicht, möglicherweise bis nach den Wahlen in Israel, aber nicht viel darüber hinaus. Wir haben gerade auch bei uns gesehen, in Berlin ist momentan Regierungschef Netanyahu vorgefahren. Es wird gleich das Treffen, die Regierungskonsultation in Berlin stattfinden zwischen dem israelischen Kabinett und des deutschen Kabinetts. Bleiben wir noch einen Moment in Israel. Es wird ja immer wieder über eine Zwei-Staaten-Lösung gerungen. Wobei Andreas Reinecke, der EU-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, sagte, dass die Möglichkeiten für eine Zwei-Staaten-Lösung aus seiner Sicht langsam zu Ende gehen. Wie sehen Sie das? Naja, der Grund dafür ist, dass wir Siedlungen bauen und Siedlungen bauen in solchen Maßen, dass geografisch, physisch ein palästinensischer Staat immer weniger ermöglichen. Jetzt geht es schon um einen zerstückelten Staat, den die Palästinenser sowieso nicht akzeptieren können, die arabische Welt schon gar nicht. Und wenn wir so weiter Siedlungen bauen, dann wird es physisch, geografisch, technisch nicht mehr möglich sein. Und was dann? Einen einheitlichen Staat sollen wir einführen, in dem die Palästinenser in kurzer Zeit die Mehrheit haben werden und ganz demokratisch den jüdischen Staat abschaffen. Was haben wir dann gemacht? Also es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, keine andere Lösung als die Zwei-Staaten-Lösung. Aber da muss man sich tatsächlich sehr beeilen. Aber das heißt, dass auch Sie den geplanten Siedlungsausbau, der momentan diskutiert wird, genau an dieser Stelle der Landkarte für höchst problematisch halten? Naja, darüber hat man schon mehrfach gesprochen. Diese Stelle ist ja nicht neu. Aber es geht um Siedlungsbau insgesamt. Ob man in dieser Zone E1, wie man das nennt, baut oder nicht, das hat schon eine Bedeutung, natürlich. Weil das die geografische Kontinuität der beiden Teilen des palästinensischen Gebiets aufbrechen. Das stimmt, aber darum geht es nicht. Es geht um Siedlungsbau insgesamt und um eine geografische Wende, die wir heute einführen. In diesem Moment haben sich Benjamin Netanyahu und Angela Merkel in Berlin getroffen. Der Wagen ist vorgefahren. Gleich werden die Regierungskonsultationen beginnen. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht tatsächlich die offene Kritik, die Deutschland an der israelischen Politik im Konflikt äußert? Wie wichtig und wie viel bewegen kann diese Kritik? Also erstens einmal, anders als noch vor 10 oder 20 Jahren, sieht es die israelische Bevölkerung in ihrer Mehrheit, nicht das rechte Lager, aber in ihrer Mehrheit eher gelassen, weil man Deutschland tatsächlich als einen echten, authentischen Freund betrachtet. Nun glaube ich, dass die beiden Regierungen heute das größte Interesse haben, keinen Konflikt miteinander zu haben. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel tatsächlich sich als Feindin Israel zeigen will. Ist sie auch überhaupt nicht. Und sie will auch nicht zeigen, dass sie mit Israel streitet. Netanyahu kann sich nicht leisten, mit Deutschland zu streiten. Vor allem nicht vor den Wahlen, weil die israelische Bevölkerung so etwas nicht akzeptieren wird. Man betrachtet ja Deutschland als nicht nur ein großer Freund Israels, sondern vor allem als ein unentbehrlicher Freund, wie Deutschland geworden ist. Also die beiden werden schon gute Miene zum bösen Spiel zeigen. Davon gehe ich aus. Aber wie gesagt, ist das nur vorübergehend. Vielen Dank, Avi Primor, ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland. Herzlichen Dank für das Gespräch heute Morgen.